Das kann nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Ich laufe da nochmal hin. So, meine Damen und Herren und Spinnen. Wir sind zurück in Minecraft. Und ich habe nochmal die Texturen, nein, nicht die Texturen, die Einstellungen des Shader-Mods. Das übrigens nicht Shader heißt, auch wenn das manche Personen, wie zum Beispiel der Concrafter, sagen. Das ist absolut falsch, schlecht und schlimm. Fühlt euch als schlechte Menschen, wenn ihr Shader sagt. Apropos Concrafter, ihr habt mich jetzt schon mal gefragt, warum hat Concrafter das Video mit dir gelöscht? Mit Skyblock hat er 2 Folgen gelöscht, weil er da ziemlich rumgeflamed hat. Weil ich was kaputt gemacht habe. Ob sie den Portal und dann bin ich nicht gespawnt in der Folge wegen dem Bug und er war schlecht drauf in der Folge. Warum auch immer. Why not? Jeder hat mal einen schlechten Tag und ach, da war ein Kommentar, wurde ein bisschen geflamed, dass er nicht so rumflamen soll und dann haben alle selber geflamed und manche sagen, ist doch nicht schlimm, ist doch voll lustig. Auf jeden Fall hat er sich gedacht, so kann es nicht weitergehen, hat die beiden Folgen gelöscht. Wird es aber in der nächsten Skyblock-Folge, die er hochlädt, die wir schon längst auch aufgenommen haben, aber dann wird er nochmal irgendwas davor schneiden, wo er das erklärt. Und dann möchte er, glaube ich, ein komplett neues Konzept machen. Ich darf aber nicht zu viel verraten, aber das seht ihr auf seinem Kanal. Aber keine Sorge, zwischen uns beiden läuft das alles bestens. Ah, zwischen uns beiden aber gar nicht, verrückte Mongo-Braue. Und mir fällt dabei auf, dass ich die ganze Zeit nicht geguckt habe, ob ich überhaupt richtig eingepegelt bin, so mikromäßig. Ich gehe jetzt mal wieder weiter weg vom Mikro und hoffe, dass es für euch angenehmer ist und das ist immer noch krass überblendet hier. Ich meine, es ist alles nur weiß. Aber es ist 22 Uhr abends, oder 22.30 Uhr, ich muss morgen um 5 Uhr aufstehen. Nicer Scheiß. Aber ich habe einfach Lust, wieder aufzunehmen. Und wenn man Lust hat, aufzunehmen, dann nehme ich gerne auf, nehme ich in Kauf, dass es am nächsten Tag jetzt nicht so geil ist. Ach ja. Aber ich mag den Shader, wie das hier aussieht. Ne? Ich habe mich echt vorhin wieder halt durch die Option gequält hier und habe das versucht, alles umzustellen. Und jetzt ist das hier trotzdem so hell und ich habe das Gamma schon runtergestellt. Ich muss noch gleich beim Brightness Multiplier nochmal was runterstellen. Dann sind die hellsten Stellen nicht ganz so hell, weil das echt ziemlich krass übertrieben ist. Weil das Blöde ist, während ich hier mal überlege, was ich überhaupt machen kann. Will ich in eine Mine? Will er den in eine Mine oder will er nicht? Aus. Ich möchte eigentlich mal in den Dschungel, den können wir eigentlich machen, um mir Kakaobohnen zu holen. Ach scheiße, ich glaube, die sind in dem Dschungel hinten gar nicht. Fuck. Ich muss mir den ersten neuen Dschungel suchen. Das ist echt ein bisschen blöd. Wir könnten eigentlich mal in den Nether. Haben wir überhaupt, was für Glowstone haben wir jetzt überhaupt? Habe ich überhaupt irgendeinen Glowstone? Ach so, da hinten war die Nether-Festung, wo wir hin wollten. Ja, da gehen wir hin. Das ist doch meine Aufgabe für heute. Da sage ich nicht nein. Da sagt dein Diener nicht nein, wenn ich die Musik mal tickle lauter stelle, so. So, auf dem Headset. Packst es mal ein bisschen leiser hin. So. Auf jeden Fall ist die Farbe jetzt hier viel, nicht mehr so gelblich. Das habe ich ja geschafft, aber das andere nicht. Weil das Blöde ist, dass ich mir das komplett gelöscht hatte. Was kommt jetzt wohin? Da müssen wir erstmal hier rummachen. Weil ich dachte, ja, jetzt langsam wird mal eine offizielle Version vom Shader Mod rauskommen. Ist aber immer noch nicht die gleiche Beta-Version. Jetzt muss ich alles neu einstellen, was ich da mühsamst umgestellt hatte. Aber mal, ich mach's ja gern. Die beiden Dingsens hier, die bleiben hier, die beiden Scheren, die werde ich wohl eher nicht brauchen. Torches nehme ich mal. Nur so 32 mit, nicht, dass ich die dann wieder verliere und verschwende und so weiter und so fort. Das wäre ja ziemlich doof. Aber ich mache mir noch eine neue, das da und eine neue Schwert. Wobei, brauche ich überhaupt ein Schwert? Ich nehme mal echt wenig Unnötiges mit, aber ich brauche wegen Blaze vielleicht ein Schwert. Und dann taken wir nochmal einen Bow mit, falls wir einen hätten, den wir jetzt aber nicht haben. Ich hatte aber mal einen, aber dann bin ich gestorben. Well, that's the way it goes. Doch, ich hatte einen. Mann, bin ich blöd. Habe ich bestimmt schon in die Kommentare geschrieben, wie dumm ich bin. Aber das kenne ich ja von euch auch. Sehr zuvorkommende Art. Einfach direkt reinschreiben, was Sache ist. Dena, du bist doof. Ach ja, sehr schön. Sehr feine Sache. Aber da wir keine Pfeile haben, müssen wir uns eigentlich welche bauen. Strings? Brauchen wir keine Strings für. Man braucht, braucht man dafür Gunpowder? Nein, what the fuck, wie dumm bin ich? Wie dumm bist du, Junge? Man braucht Feuerstein. Den ich jetzt aber auch jetzt nicht so en masse besitze. Ach doch, Flint. Was tut man denn alles hin? Flint, ein Stein und noch irgendwas. Ach nein, eine Feder. Die man ja nur noch von Hühnern bekommt. Früher hatte man immer viele von Zombies, aber jetzt hier gar nichts hier. Wo muss ich gucken? Da muss ich gucken. Da habe ich ja gar nichts von, nee. Das ist jetzt aber sehr blöd. Aber so ist das Leben. Dann müssen wir uns halt wieder vor Blaze, wie kleine Kinder schreiend weglaufen.
Ja. Damit muss ich zurechtkommen. Ich werde es überleben. Wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, solange bauen wir uns beim Hipster Kreuz. Ich hatte übrigens Hipster 3 gesagt, in der letzten Folge ist niemandem aufgefallen. Egal. 4 Stück, ja, das sollte reichen. 1, 2 und da und da. Eine Iron Pickaxe also nochmal und ein kleines Schwert. So, Dülle. Warum ich die Axe mitnehme? Ne, nehme ich nicht mit. Ist mir viel zu kostbar. So, rein in die richtige Kiste. Langsam habe ich den Dreh aber raus da. Das zurück, die Axt kommt nicht da rein, sondern die kommt da oben rein. Genauso wie das wundervolle, wieder eine wundervolle Bau. Und so würde ich mal sagen, wird man es auch da aushalten können, ne? Das müsste doch jetzt eigentlich gehen, ja. So gehe ich in Nether und wenn ich was verliere, dann sterbe ich halt. Ist mir egal. Haha, ich dachte kurz, hier ist ein Creeper hinter mir, aber I hope not. Das wäre nämlich echt relativ beschämend, schade und doof. Und das will ich jetzt ja nicht. Nee, das will ein Dealer nicht. Hallo Brot, ich hab dich jetzt nicht berührt, aber warum du wegfährst? Ich weiß nicht, ob ich so schlimm rieche und ob du echt ein bisschen Angst vor mir hast. Ich weiß es nicht. Kann ich nicht einschätzen. Auf jeden Fall fahren wir jetzt erstmal. Worüber hatte ich jetzt eigentlich geredet? Ich wollte eigentlich mir kurz beim Sortieren mich so konzentrieren. Und um dann jetzt gekonnt weiter zu erzählen, was ich zu erzählen hatte. Ich glaube, das ging noch kurz und mit Shader-Mod. Dass ich halt neu mir den runtergeladen habe. Wieder und alles neu einstellen musste. Na, aber das hatte ich ja schon erzählt. Und das Dahorn ist jetzt immer noch in der. Das ist wieder das irgendwie zu hell, was ich eigentlich schon ein bisschen dunkler gemacht hatte. Ist wieder noch heller. Dafür sind die Fackeln richtig. Dunkel und darum ist jetzt alles weiß. Ich glaube, ich habe sogar die Sättigung rausgenommen, weil ich dachte, das sieht bestimmt cool aus. Ich weiß jetzt nicht, ob das so eine geile Idee war. Bestimmt ziemlich entsättigt hier. Ziemlich entsättigt. Machen wir ein bisschen auf. Ja, ein bisschen Retro, aber bitte keine Erinnerungen an vergangene Blablabla. Und hier sagt ihr mir irgendwie ein Pixel zu ist irgendwas, aber ich weiß nicht genau was. Ich bin da irgendwie zu verpeilt für. Keine Ahnung. Ich habe einfach auch nicht nachgeguckt, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ich sollte mich nicht. Fuck, hier komme ich nicht runter. Oh, scheiße. Nein, ich muss hier unbedingt. Da war doch irgendeine bestimmte. Boah, ist der verdammt nah. Wow. Wieso ist der so nah? Oh, wieso ist da noch einer? Oh, Junge, ach, das war knapp. So, jetzt bin ich aber hoffentlich relativ safe. Ich hätte mir natürlich Cobblestone mitnehmen sollen, habe ich nicht. Schade, doof. Okay, alles gut. Hallo. Oh, scheiße. In welche Richtung war nochmal? Na, der geht nicht hier durch. Wow. In welche Richtung musste ich denn jetzt hier nochmal? Ich glaube, das ist in die Richtung, weil ich mir da so einen komischen Pfeil da in der Luft gebaut habe. Junge, schießen die. Da laufe ich jetzt auch einfach hin. Ist mir komplett egal, was ihr von mir haltet. Ich. Oh, Fuck. Junge, sind das viele und so, ey. Ja, wie scheiße. Oh, nein, das war ganz dumm. Okay, springen und überhoffen. Nein, ich bin tot. Fuck, nicht ins. Scheiße, der Scheiß ist in die Lava gefallen. Das gibt's nicht, Junge. Junge, das ist ja so scheiße. Alter. Das war verdammtes Pech, war das. Habe ich hier jetzt Cobblestone? Nein, keine Mossstone. Ich möchte doch nur ganz normale Steine. Nein, Gravel, Mossstone. Habe ich denn hier so wenig? Ganz normal. Ach, Cobblestone, 2 Stück, wow. Wieso habe ich so wenig Cobblestone? Schade, doof, alles. Oh, ich glaube, ich mache mir eine neue Dingens. Bummens. Dies, das. Wo ist mein Eisen? Hallo, da. 1, 2, 3. Und dann ab in Nether. Ich hoffe, dass irgendwas überlebt hat. Wie soll ich denn da überhaupt. Ja, wo soll ich denn da hin? Ich bin da doch irgendwie auch hingekommen. Also muss ich doch irgendwie da zurückkommen. Hätte ich mir jetzt mal ganz spontan in meiner Fantasie ausgeträumt, dass ich da jetzt irgendwie auch hinkomme zur Festung beziehungsweise zu diesem Pfeil, den ich mir in die Luft gebaut habe. Aber irgendwas dachte sich wohl, no way! Und ja, doof. Jetzt habe ich hier nicht mal ein Boot. Puh. Fuck this shit. Dann müssen wir halt wieder hinlaufen. Oh, why not? Wir leben das ja alle.
Auf geht's, ab geht's. 5 Minuten sind auf jeden Fall. Ach komm, muss ich mich gar nicht beilen. Ich hoffe, mein Fleisch ist halt dann jetzt nicht auch noch verbrannt. Weil dann hätte ich da kein Essen. Aber das hat sich auf jeden Fall, ist was verbrannt. Ich habe dieses Zischgeräusch gehört. Ich es hasse. Aber ich hoffe, dass irgendwas wenigstens überlebt hat. Und sonst müssen wir halt irgendwie so überleben. Aber dass die Gas so stark sind, habe ich auch nicht in Erinnerung. Ich glaube, wir sind da echt an der blöden Stelle, weil das so alles so offen ist auf dem Weg dahin. Und dann sind da einfach auch so unglaublich viele Gas. Alter, das hier haben sie jetzt auch schon kaputt gemacht. Ich glaube, den Weg. Junge, siehst du mal? So verdammt nah sind die einfach. Was? Eigentlich kann man das zurückschlagen. Habe ich in Erinnerung. Jetzt. Pass auf, da. Was? Okay, ich bin tot. Nein, lass mich nicht sterben. Okay, ich gehe zurück, aber lass mich nicht. Verdammt nochmal, Junge. Okay, dann suche ich mir jetzt einfach einen Weg. Die 3 Eisen sind vergeudet. Oh fuck. Spring schneller. Junge, das ist ja so. Wow. Junge, Alter. Nein. Okay, ich bin tot. Oh fuck. Aber wenigstens soll kein Gas, was man bekommt. Oh scheiße, okay. Okay, oh, tot. Tot, bitte. Oh, es ist verbrannt. Danke, dass diese Musik an dieser Stelle endet. Das kann nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Ich laufe da nochmal hin, aber jetzt ohne Sachen, bevor ich noch was verbrenne. Das kann doch nicht sein. Dem ist alles da kaputt gemacht. Aber nicht nur alles. Nein, komplett alles. Alter. Wieso liegt da unten irgendwie... Nee. Was ist denn... Achso. Die stimmt da irgendwie komisch drin. Aber ich habe das echt mit den Shadern hier irgendwas komisch eingestellt. Wenn jemand von euch die V10 Beta Shader hat, ne? Also das, was ich auch habe. Wenn ihr mir da mal diese ganzen, diese Einstellungsdateien schicken könnt, per Privatnachricht. Ne? Aber nur, wenn ihr am besten, ihr schickt ein Bild, wie es bei euch aussieht, und eine Privatnachricht dann damit. Und bitte nur, wenn ihr es wirklich richtig gut eingestellt habt. Ne? Wenn ihr so denkt, ja, geht so, irgendwie funktioniert es. Ne? Die Originaldateien habe ich auch und ein bisschen einstellen hier kann ich ja auch. Aber wenn ihr mir es irgendwie perfekt einstellen könnt, oder wenn es für euch selbst halt perfekt eingestellt, dann wäre es super, wenn ihr mir schicken könntet. Weil das ist ja da, ne? Ist jetzt nicht so, dass ich da gar keine Ahnung von gar nichts habe, aber das sind halt schon echt so tausende Optionen. Und bis man sich da reingefuchst hat, vergeht halt immer eine Menge Zeit, die ich ja lieber fürs Aufnehmen verwende für euch. Das ist dann einfach, denke ich mal, für die meisten besser. Wo bin ich hingesprungen nochmal? Irgendwo hier vorne, glaube ich. Au, scheiße, ich bin schon wieder so fucked, ey. Ja, geil. Echt geil. Alter, wie ich schon wieder tot bin. Und hier nicht hochkomme. Das ist doch nicht zum Glauben, ey. So, geht das hier schnell, den kaputt zu machen? Ja, relativ. Dann ist mich ja mal hier konkret krass hochbauen. Auch wenn ich hier irgendwie gerade mich ziemlich dumm und uneffektiv hochbaue. Ich baue mich auf jeden Fall irgendwie hoch. So. Ja, schieß genau hier hin. Da. Wie soll ich den... Normalerweise kann man die irgendwie zurückschlagen. Ich weiß nicht wie. Das darin liegt mein Elend begraben. Alter Schwede. Wie komme ich denn hierher überhaupt? Also, ich meine, ich weiß nicht, wie ich überhaupt hergekommen bin so genau. Au. Okay, überhaupt, wie, ja, Junge, wie soll ich denn das schaffen mit dem ganzen hier? Alter, wo, also wenn ich wenigstens wüsste, wo ich herkomme. Also ich meine, da hinten muss ich irgendwie suchen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber, da, komm, ich glaube hier so irgendwie so rüberspringen, aber nee. Hier bin ich irgendwann mal gestorben, da wo es da brennt. Alter, ich glaube, ich kann die Sachen im Nether aufgeben. Also ich meine die Sachen, die ich jetzt da hatte. Das müssen wir nochmal zu einem späteren Zeitpunkt machen. Das ist krass, was da abgeht. Ich glaube, ich muss das mal ganz konkret, mit ein paar... Ah, mein Bett! Schön sieht das aus! Ja, das hat mir jemand zugeschickt, dessen Name ich jetzt vergessen habe. Das ist ja super peinlich. Ja, aber es liegt einfach daran, dass ich mir es schon vor, weiß ich, 4-5 Wochen geschickt hatte, seitdem ich neu aufgenommen hatte. Oh, Mann. Aber fühle dich, kannst du ja in die Kommentare schreiben, ich war's. Und dann könnt ihr den Daumen hoch geben, der es geschrieben hat. Aber nur, wenn das wirklich war. Wie wisst ihr, ob es wirklich war? Keine Ahnung. Aber danke auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall schon mal, sieht cool aus, auch wenn der Shader es hier im Moment ziemlich verhunzt. Jetzt sieht man es vielleicht mal nochmal einen Tick besser. Sieht auf jeden Fall schick aus, finde ich. Sowas in der Art halt, ne, das hat irgendwie was, finde ich. Sieht nicht schlecht
aus. Wo wir beim Thema Zeichnungen, Bilder, Grafiken etc. war, wenn ihr das momentane Channel Design seht, dann seht ihr oben rechts eine Zeichnung, die vektorisiert wurde. Also die Zeichnung kommt von einer Zuschauerin, die mir das bei Facebook geschickt hat. Und vektorisiert hat das Red Sand Zone, der mir das ganze Design gemacht hat. Allerdings ist das Ganze auch sehr basic-mäßig. Und falls ihr euch denkt, boah, ey, das kann ich auch, dann könnt ihr mir gerne so eine Zeichnung machen. Am besten so, genau so. Ne? Die Idee fand ich richtig gut von der Zuschauerin. Die Umsetzung war in Schulnoten eine 2-. Ne? Und ich hätte ja gerne eine 2+. Also wenn ihr denkt, dass ihr das auch könnt, dann macht das und dann habt ihr genau wie die zur Zuschauerin die Ehre, dass eure Zeichnung auf dem Dena-Kanal ist. Ne? Da wäre ich sehr erfreut, wenn ihr mir da per Facebook Privatnachricht, also an die Seite einfach schicken oder per YouTube Privatnachricht. Schickt ihr mir da so ein Bild oder einen Link zu dem Bild, wenn ihr sowas gezeichnet habt. Oder am allerbesten, wenn ihr es gleich als Vektordatei oder als JPEG-Datei, whatever, mir schickt. Dann binde ich das dann nämlich gerne als auf dem Design ein. Allgemein immer Zeichnungen und so weiter. Immer gerne gesehen. Aber jetzt müssen wir uns erstmal wieder den traurigen Dingen des Lebens widmen.